willkommen zurück. Hallo. Bei Wert verrückt. Oh, Tim, deine Wortwitze, die sind ja wieder richtig gut. Danke, höre ich öfters. Ach, von wem höre ich das eigentlich? Von einem Sportlehrer. Ja, von dem ebenso, aber... du wirst sagen, aber der findet mich wirklich irgendwie ein bisschen, bekloppt. Oh, der ist pädophil. Wer? Dein Sportlehrer. Wüsste ich jetzt nichts von. Ah, meine nächste Haltestelle ist Korberger Domkloster. Ach, da, wo die ganzen alten Leute da hingehen und sich unterhalten lassen. Ja. Hab keine Ahnung. Ah, Mann. So, meine nächste Haltestelle ist auch Korberg, wie das auch mal heißt, du weißt. Der wird mir auf dem Ibis nicht komplett angezeigt. Oh, mein Getriebe ist irgendwie vollkommen kaputt. Das schaltet manchmal nicht so wirklich, wenn ich voll aufs Gas trete. Nicht? Nee. Oh, Korklos-Dings ist ja fast schon die Hälfte der Linie hier ungefähr. Wo bist du jetzt gerade da? Ich bieg. Ne, jetzt bin ich an der ersten Ampel. Ne, halt, jetzt muss ich rechts abbiegen. Ich lass gerade die Leute rein. Man fährt ja einen riesen Schlenker dadurch, ne? Hallo. Hallo. Oder wen meintest du? Ne, ich meinte hier so einen Typ. Ja, ich fühle mich immer angesprochen, musst du wissen, ja? Jo. Ist meine neue Taktik. Die funktioniert auch ziemlich gut. Ja. Hast du eigentlich Drucklufttüren drin? Ja, den Mod habe ich drin. Du auch, oder? Ich auch, ja. Ey, hallo! Weil irgendwie, ich muss mal ganz ehrlich meine Meinung sagen, ich find Elektriktüren zum Kotzen. Ich auch, die sind so... Mama, will mich hier noch irgendeiner rauslassen oder so? So, jetzt aber. Ja, willst du noch an der Haltestelle? Ja. Und du? Ja, hallo. Jetzt steigen hier wieder ganz viele Leute ein. Ich aber war jetzt gerade los. Auf der Map steigen irgendwie nicht mehr die alten Leute ein. Ja, das musst du auch einstellen. Ah, kann man da einstellen, psychische Belastbarkeiten, je höher der nee. Grad ist? Nee, nee, du musst in dem Editor musst du irgendwas da einstellen da. Oh nee, das ist so doof. Das ist auch relativ anspruchsvoll, glaube ich. So, jetzt geht's also, hier los. Man kann es hinkriegen, aber trotzdem den Aufwand mache ich nicht, damit ich mir nochmal die Nerven die kaputt mache mit so einer alten Olle, ne? Das heißt, du machst Aufwand, damit du mit deinen Nerven komplett am Ende bist, ne? So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich hier gut rauskomme, ohne irgendeinen mitzunehmen. So, meine nächste Haltestelle ist Dortung, Kirche. Kommt da jemand, wenn... Meine ja, auch. Dann ist da gleich keiner mehr, weil ich ihn kaputt fahre. Ach, bist du gerade auch da aus dem Dings da raus? Ich bin jetzt da raus, rechts abgebogen. Ja, ich auch. Das läuft ja wie am Schnürchen endlich mal. Und gleich ist bei dir wieder der nächste Stromausfall, ne? Und beim ganzen Haus war der Strom weg. Ja. Ich meine, durch einen Stromausfall entsteht ja auch ein hoher Schaden. Es ist ja nicht so, als ob es nur ein Stromausfall ist. Ah! Hoi, hoi, hoi! Ja, also ich sehe, bei dir entsteht auch ein Schaden durch den Stromausfall. Nee, ich bin gerade irgendeinem fast draufgerollt. An der Ampel. Ach so, okay. Verständlich, ne? Nico, bei dir habe ich Verständnis für. Ich weiß ja, was du immer nimmst. Oder was nimmst du? Crack. Crack? Ach, hast du um sie gecrackt? Klar, ohne auf den Stick gezogen. Ach, Nico, jetzt geht das wieder los. ETS Folge 19, da war doch auch die Kacke am Simmeln, du, ey. Mann. ETS 2 übrigens, ne? Hab ich gerade gesagt ETS nur? Weiß ich nicht. Ja, du hörst mir auch nie zu, ich weiß, Doch, ich habe letztens mal wieder, nach langem mal wieder eine Eurotruck Simulator Folge von dir da geguckt. Da bin ich ja am überlegen, ob ich das absetzen soll. Aha. Ja. Sehr interessant. Ja. Finde ich auch sehr interessantes Thema. Setz lieber dein CO2-Spray ab. Ja, ich bin wie gesagt derzeit also ich wollte ja unbedingt GTA 5 machen, wenn es für den PC raus ist, weil für die PS3, da musst du einen Grabber an der PS3 anschließen, die PS3 komplett in den Einstellungen umändern und den Ausgang ändern, dann Laptop anschließen, an den Laptop dein Headset und dann... Oh, hallo? Ja, weißt du überhaupt, wie teuer so ein Ding ist? So ein Grabber? Hm. 180? Hm. Ich hatte ja mal einen. Ja. Hab ihn jetzt zurückgeschickt, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Boah, was eine Kacke jetzt hier. Jetzt geht hier so berghoch, ey. Das geht ja gar nicht. Ich fahre hier gerade mit ein bisschen weniger als 40. Ich auch. Also, wie gesagt, ich habe mir gesagt, für den Aufwand, ja, da ist die Qualität zu schlecht, weil das war, glaube ich, maximal 720.
720p, aber ein sehr schlechtes 720p. Mhm. Also ich sag dir, mach's wenn für einen PC, ja, das kann ich wirklich nur empfehlen. Und dann schließt du da einen Controller an, damit du mehr Präzision hast, ne? Ja, Tim. Besonders beim Fliegen, ich meine, das ist im Prinzip mal ein neuer Flugsimulator, müsst ihr wissen. Wobei auch demnächst wieder Timotheus Airways abheben wird im FSX, ne? Nee, ich habe überlegt, ob ich nicht ein Trouble in Terrorist Town Let's Play machen soll. Ein bitte? Ein TTT Trouble in Terrorist Town. Ist das wieder so ein Minecraft-Mod oder sowas? Nee, nee, das ist so ein Spiel, das ist aus einer großen Reihe, das heißt Garry's Mod. Garry's Mod. Das kannst du auf Steam für 5 Euro kaufen. Ja, aber was ist das denn? Das ist so, kennst du Trouble in Mineville bei Minecraft? Ich hab's gelesen schon mal. Also ich hab's schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was das ist. Da sind halt so drei Gruppen. Einmal die Innocents, die Detectives und die Traitors. Und ja, die Traitor müssen halt versuchen, die Innocents und die Detectives zu killen. Ja. Und die Detectives müssen halt herausfinden, wer Traitor und wer Innocent ist. Und die Innocents müssen halt versuchen, die Traitors zu killen. Müssen das halt herausfinden. Ja. Und die Traitors können halt sehen, wer was ist und die Innocents nicht. Nur die können halt nur sehen, wer der Detective ist und so. Ja. Und das, dann hast du halt da so Waffen und alles, zum Beispiel eine Sniper und so verschiedene Maps. Da gibt es auch so eine Minecraft-Map. Das ist so mit echten Menschen. Also ja, mit so ich glaube, die sind aus Call of Duty oder so. Ja. Und da musst du das halt versuchen, mit echten Waffen muss ich dann halt abknallen, die Traitor. Ja, ja, und was ist jetzt mit Garry's Mod? Und das ist halt da, das Trouble in Terrorist Town ist halt da drin in Garry's Mod. In Garry's Mod sind noch 1000 andere Spiele. Aber hat ja auch was mit Minecraft zu tun. Nee, es sind halt nur zwei Minecraft-Maps drin. Ah. Aber sonst eher weniger. So, jetzt geht's weg runter. So, jetzt muss ich mir wieder anhören, dass ich der 18er bin. Der kriegt von mir gleich einen 5er in die Fresse. Ha, hi, hi, hoi! Ich hab hier fast mal die Seite reingebrettert, ey. Da. Wo bist du denn? Ich fahr grad weg runter. Ich bin schon an der Haltestelle gewesen. Wo? Dortung, Kirche. Was? Ja. Wie langsam bist du denn bitte gefahren? Okay, ich bin jetzt zwar auch da, aber... Ich hab plus 1,3, was ist denn da los? Manfred, halt die Klappe. Ach, heißt ja bei dem Manfred, bei mir heißt die Olla. Nee, der Dicke. Warum wollte ich... So. Jetzt wollte ich nicht einsteigen, weil ich ein Stück zu weit vorne bin. Also nee, jetzt könnte er mich aber langsamer hier einsteigen. Rechts fahren? Ne, ja, so war das. Ach, diese Schule wieder. Oh, nee, ja. Oh. Ganz schlimme Schule, Nico, ne? Dortung-Schule. Ach, das ist ja da, wo man da einmal im Kreis fahren muss. Ja, ja. Aber besonders der Umweg damit herstellt, das ist so ein Umweg, ne? Ja, ja, ja. Ach, und das Korbberger Domkloster eigentlich auch so ein bisschen. Ja, aber ich meine, das ist im Prinzip ein Paket, ne? Das ist alles. Du müsstest einfach, wenn du von von Delsdorf da in die eine Ampel bist, musst du einfach geradeaus, ne? Ja, genau, und nicht nach rechts abbiegen, irgendwie was da. Beide, wenn die natürlich nicht so cool finden, ich stell dir mal vor, das wäre bei dir, wo du wohnst, genauso. Hier, das sagst du so einfach, aber stell dir mal vor, das wäre in echt so, dann würdest du da auch sagen, scheiße hier, ne? Ja. Der ist die Schäse am Dampfen, ne? Wo bist du? Ich bin jetzt in der Schule. Warum wollen die verdammten Mann nicht einsteigen? Oh, die Karre könnte voll sein. Ja, unglaublich. Meiner ist auch sehr voll. Stell dir mal vor, das wäre Omsi Multiplayer hier. Denn geil! Das wäre wirklich mal lustig. Und dann würden wir zwei Idioten dann erfahren. Ja, so wer mich auf dem Server trifft, der hat eh verloren, ne? Also. Der ist doch so. Bus-Deathmatch. Ja, das hast du mal so ein. Ja, das ich mein, das ist auch ganz lustig, ne? Man kann auch mal so ein Bus hier so ein richtig schönes Rennen fahren. Ja, das. Da gibt's so ein lustiges Video auf YouTube, das heißt Gelenkbusrennen mit Matthias. Ich weiß. Ja, ja, das finde ich sowas. Ich meine, da tun einem natürlich die Busse leid, aber irgendwie ist mal was anderes, ne? Ja. Denk mal, mit normalen Autos, da wird langsam öde. Jo. Da hat man sich da wieder richtig was überlegt, wie man es da richtig krachen lassen kann. Dortung? Ist das hier die alte Dortung? Hi! Ich hab gerade fast schon wieder einen überfahren. Wer du? Ja, du überfährst die Leute, ich fahre die Autos platt. So ist die Aufgabenverteilung. Der will nicht einsteigen. Dann, ich habe wieder so eine blöde Haltestelle hier in so einer Wendebucht, ey. Ja, das ist auch toll, wieder, ne?
So, ich muss sie aber gar nicht halten, weil hier keiner ein- und aussteigen will. Ja, aber bei mir will auch keiner ein- und aussteigen. Habe ich aber erst gemerkt, nachdem ich da gehalten habe. Kann man ja nicht wissen, weil die laufen ja nicht auf eins zu, dann normalerweise, ne? So weiter ein. Anscheinend ist mein Bus auch voll.